Hau, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Lasst uns mal zusammen in den ultra krassen Douglas Luxury Trüdelü Adventskalender reingucken. Der kostet 199 Euro und wenn du Bock drauf hast zu wissen, was hier drin ist, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, damit ihr euch nicht das Geld irgendwie oder damit ihr euer Geld nicht aus dem Fenster werfen müsst, mache ich das ja sehr gerne und kaufe auch super teure Adventskalender, so auch diesen hier. Und ich bin einfach sehr gespannt, was hier dieses Jahr drin ist. Letztes Jahr habe ich ihn mir nicht geholt, weil ich zu dem Zeitpunkt, ich glaube, in den Wehen lag. Und wir haben jetzt hier einen luxuriösen Adventskalender, der gefüllt ist mit Marken, die man bei Douglas findet. Hoffentlich auch sehr, sehr hochpreisige Marken. Ich glaube, ungefähr 900 Euro oder so war als Warenwert angegeben. Schauen wir mal. Vor allem schauen wir, ob dieser Adventskalender auch gegen andere Adventskalender anstinken kann. Denn ich setze den ja auch so ein bisschen in Konkurrenz mit Cult Beauty zum Beispiel, der auch ein bisschen teurer ist natürlich als der hier, aber trotzdem. Aber auch in Konkurrenz mit Lookfantastic, der ja sowieso schon mal richtig, richtig geil ist. Und mal gucken, was der hier so auch noch drauf hat. Wobei genau genommen der von Lookfantastic nur ungefähr die Hälfte kostet. Mal schauen. Es ist ein Boxen-Adventskalender mit Zwischenebenen, was schon mal sehr, sehr positiv ist. Und die Show startet mit Box Nummer 1. Ja, da geht die Party schon mal ab. Airbrush Flawless Setting Spray von Charlotte Tilbury mit 34 Millilitern, also ein sehr, sehr schönes Setting Spray, was man sehr gut verwenden kann, wenn man trockene Haut hat, so wie ich. Das macht einen sehr, sehr dewy Finish, also sehr strahlend und genährt und fast schon, also da muss man manchmal auch ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu viel wird, aber ich finde es sehr, 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 sehr gut und finde es klasse, dass das hier als Start in den Adventskalender hier mit drin ist. Da hat ja Maxine dieses Jahr auch eins rausgebracht mit Riva Loves Me, ne, was schon dem Ganzen sehr nahe kam, um das mal so zu sagen, aber war ja auch nur leider eine Limited Edition. Hier haben wir die Nummer 2. Okay, hier haben wir ein kleineres Produkt drin, aber es ist eine Mascara von Yves Saint Laurent, die Lash Clash Mascara mit 2 Millilitern. Das ist wirklich eine sehr kleine Größe. Bei dem Adventskalender hier hätte ich jetzt nicht damit gerechnet, dass wir Travel Sizes bekommen. Also ich habe hier bei 199 Euro wirklich mit hauptsächlich Full Sizes gerechnet. Mal vielleicht eine kleinere Größe, aber vielleicht ist es jetzt auch nur die Ausnahme. Die schaut so aus. Ich blende euch das Bürstchen auch mal ein. Ich kenne die jetzt so ehrlich gesagt nicht und werde die noch austesten, um euch dann auch ein bisschen mehr dazu sagen zu können. Aber gut, wir haben hier schon mal eine Mascara von Yves Saint Laurent dabei und ich finde, dass die beiden Marken, die jetzt bislang im Adventskalender vertreten waren, schon sehr cool sind. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Hier ist wieder Pflege drin. Was heißt wieder? Nee, hier ist Pflege drin. Wir hatten ja eben nur dekorative Kosmetik von Paula's Choice. Das 25% AHA und 2% BHA Exfoliant Peel Skin Perfecting Rinse Off Treatment. Genau, 30 Milliliter. Also das sollte man sich dann auch abwaschen. Ein chemisches Peeling finde ich auch in einem Adventskalender richtig gut aufgehoben. Man sollte hier einfach nur wissen, dass man am nächsten Tag auch definitiv einen feinen Lichtschutzfaktor verwenden sollte. Und ich finde es aber toll. Ne? Haben wir hier eine gute Marke drin vertreten. Ihr bekommt übrigens auch Paula's Choice by Purish. Die haben auch einen ziemlich geilen Adventskalender. Auf den könnt ihr zwar gerade nicht sparen, aber auf so gut wie alles andere mit Claudis Welt 20%. Schaut gerne mal vorbei, falls euch da irgendwie was interessiert. Link ist in der Infobox. Hier haben wir die Nummer 4. Die fühlt sich auch sehr schwer an. Das heißt, es geht dann wohl mit Pflege auch weiter. Von 111 Skin, eine sehr hochpreisige Marke. Celestial Black Diamond Brightening Essence. 30 Milliliter haben wir hier drin. Ich habe aktuell diese Oxygen-Maske von denen in Anwendung, die ich ganz gut finde, muss ich sagen. Ist das jetzt eine Marke, wo ich sagen würde, die kaufe ich mir danach? Eher weniger. Freue ich mich darüber, wenn die im Adventskalender drin ist. Safe. Und hier haben wir dann auch das Serum, die Essenz, und das sieht richtig schön aus. Sehr, sehr hochwertig, ne? Das scheint so beschichtetes Glas zu sein. Intensiv steht hier auch mit drauf. Klingt spannend. Wenn wir dem Rhythmus weiter folgen, müsste jetzt in der Nummer 5 auch ein dekoratives Kosmetikprodukt drin sein. Und hier wird ja auch safe eine Lidschattenpalette reinpassen. Mal gucken. Oh, nee, doch nicht. Mal gucken. Jardin Bohème, Episode Romantique, also eine romantische Episode. Fruchtig, zitrusmäßig und holzig. Eine Körperlotion, 200 Milliliter. Ja, also leider ist dieses Zitrische nicht meins, aber es hört sich so an, als wäre das halt wirklich auch ein schön weihnachtliches, winterliches Produkt. Kann ich jetzt so nicht beurteilen. Wird wohl seine Richtigkeit haben. Und ich finde auch eine Full Size von der Body Lotion hier richtig toll. Ne? Aber das
Das wäre natürlich cool gewesen, wenn die hier eine 5 einfach mal random eine Lidschattenpalette in dieser Größe reinpacken. Welche hättet ihr euch gewünscht, hier drin zu haben? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Der 6. Dezember ist Nikolaus. Da darf es auch gerne mal was Besonderes sein. Und da dachte sich Douglas, packen wir mal Augustinus Bader rein. Das ist so eine Marke, die dann halt den Wert des Adventskalenders irre hochschießen lässt. Ich kannte die nicht, bevor ich die mal irgendwie in Adventskalendern drin hatte. Fand die Pflege von denen auch ganz gut, habe ich ja das ein oder andere von verwendet. Und hier haben wir The Rich Cream mit TFC 8, 15 Milliliter. Die ist wirklich toll. Also für trockene, sensible Häutchen sehr, sehr angenehm. Würde ich mir aber, wie gesagt, einfach für den Preis nicht nachkaufen, weil diese 15 Milliliter Größe kostet ja schon, ich glaube, 85 Euro oder so. Ist aber hier in diesem Adventskalender sehr gut aufgehoben, muss ich sagen. Ja. Die Nummer 7. Das ist wie so ein Ghetto-Blaster, ne? Trage ich hier die Boxen auf meiner Schulter immer. Oha, ja gut. Das hätte, also zum Wiederbefüllen ist es super, dass das Büchslein so groß ist. Von Sensai habe ich hier die Extra Intensive Mask drin. Die muss ich mal ausprobieren, 15 Milliliter. Super, super teuer. Auch das eine Marke, die ich mir so nicht kaufen würde, aber mich darüber freue, wenn ich sie in Adventskalendern habe, um das halt einfach mal auszuprobieren. Um einfach mal so ein bisschen Luxusluft zu schnuppern. Ja, schaut so aus. Und ja, ist einfach so ein Typchen, Pöttchen, kein Typchen. Und ich hatte auch schon mal eine Augencreme von denen, die ich sehr, sehr angenehm fand. Bin auf die Maske gespannt. So, wir hatten jetzt schon sehr viel Pflege. Ich persönlich bin jetzt irgendwie der Meinung, dass die Nummer 8 machen darf, dass es kracht, und zwar mit Schminke. 9. Tula Skincare Rose Glow and Get It Cooling and Brightening Eye Balm. Ja, 10 Gramm haben wir hier drin enthalten. Also eine Augencreme finde ich auch schön, muss ich sagen. Aber ja, komm, gönnt uns ein bisschen mehr Schminke, Leute. Ne? Das wäre doch schön. Genau, schaut einmal so aus. Ich kenne die Marke nicht. Wird wohl ihre Daseinsberechtigung im Adventskalender haben. Mal gucken, was jetzt in der Nummer 9 ist. Sie ist leicht, deswegen können wir uns vielleicht auch über dekorative Kosmetik freuen. Ja, das ist, dekorative Kosmetik, aber schon ein bisschen gewagt, also mir passt es nicht. It Cosmetics, Your Skin But Better CC Plus Color Correcting Full Coverage Cream Hydrating and Anti-Aging Concealer. Kannst du halt als, 4 Milliliter, als Foundation und als Concealer verwenden. Ich habe sie, aber nicht in der Farbe Medium. Ich habe sie definitiv in viel, viel heller. Und also in einem 199 Euro Adventskalender sowas reinzupacken. Vor allem, also zuallererst, ein Base-Produkt. Es ist Schminke, ja, das ist positiv. Aber ein Base-Produkt, was ja farbgebunden ist und dann in fast 4 Millilitern, finde ich das so schade, weil es ist so häufig, dass du genau diese Creme halt für Umme mit dabei bekommst. Und deswegen finde ich das jetzt gerade richtig blöd, dass die hier mit drin ist. Also wirklich, so gut das Produkt an und für sich auch ist, ne? Aber 4 Milliliter finde ich super frech und dann noch so farbgebunden. Nee, das mag ich nicht, nee. In der Nummer 10 wird es mit Pflege weitergehen, und zwar von Olaplex. Klar, die Haare wurden jetzt bislang auch etwas außen vor gelassen. Die müssen wir jetzt ja auch wieder lieb haben. Hairperfector, 30 Milliliter haben wir hier drin. Und hier nochmal der Hinweis, ne? Also auch Olaplex finden wir bei Purish, auch Olaplex finden wir im Purish Adventskalender, der übrigens viel günstiger ist. Und nee. Die erste Schnapszahl, die Nummer 11. Boy Brow Serum von The Heroine Company. Okay, das ist, glaube ich, ein Augenbrauenwachstumsserum. Ja, das fördert das Wachstum und die Dichte der Augenbrauen. Das ist hormonfrei vegan und gibt eine Geld-Zurück-Garantie, wenn man das nicht mag. Okay, jetzt beim Adventskalender wahrscheinlich eher weniger. Ich gehe davon aus, dass wir hier eine Originalgröße auch drin haben. Und ich persönlich verwende aktuell das Lash Lim von Özlem für meine Augenbrauen und muss wirklich sagen, dass es auch hilft. Also das funktioniert auch bei mir viel, viel besser als das Grande Lash oder als das Grande Brow, aber nicht besser als das Grande Lash. So, und ich meine, dass ich das hier auch schon mal verwendet habe, weil ich meine, dass ich das auch in einem Rosenthal X The Heroine Company Adventskalender drin hatte, hat so einen Puschel vorne dran und ich glaube nämlich wohl, dass ich das verwendet habe. Ansonsten werde ich das vielleicht mal ausprobieren, wenn das Lash Lim leer ist. Aber ja, denn bei Augenbrauen brauche ich jetzt nicht unbedingt was mit Hormonen. Bei meinen Wimpern bin ich da schon sehr eingefahren, muss ich gestehen. Ne? Also da habe ich dann das von das Grande Lash bei mir in Anwendung. Und das wirkt halt bei mir Wunder. Und solange ich nicht schwanger bin und nicht stille, kann ich das easy peasy verwenden.
Und das Grande Lash findet ihr zum Beispiel im aktuellen Look Fantastic Adventskalender, der auch in der Infobox verlinkt ist. Ich habe halt schon so ein bisschen meine Favoriten und da müssen halt jetzt die Adventskalender, die jetzt im Nachgang noch hinterherkommen, natürlich gegen anstinken. Ne? Also man hat schon Vergleiche. Die Nummer 12 ist die Halbzeit. Ui, Anayake oder Anayaki ist hier drin. Ultra Time. Das ist eine Anti-Wrinkle Redensifying Cream. Und da haben wir 30 Milliliter drin. Eine sehr hochpreisige Marke, die wir auch immer gerne in Douglas Adventskalendern vertreten haben. Und dass wir hier mal eine Full-Size von drin haben, finde ich sehr cool. Sonst waren das immer so kleine Tübchen oder mal eine Augencreme, mal so ein Mini-Serum oder so. Und die haben immer einen sehr starken Duft. Da muss ich gucken, ob ich das mag. Ne? Ansonsten schauen wir mal, ob ich die in Anwendung nehme. Bevor ich jetzt die Nummer 13 öffne, schaue ich über meinen Tisch und frage mich, ob ich hier wirklich 100 Euro stehen habe. Ja, die Produkte sind es definitiv wert. Ne? Aber ist es mir das wert? Also hier sind schon coole Sachen bei, definitiv. Aber ich werde schon nicht alles davon verwenden können oder wollen. Aber doch, das passt. Aber ich glaube, 900 Euro ne, war der angegebene Wert. Ist es mir 450 Euro wert, was hier steht? Auf gar keinen Fall. Nein, zahle ich lieber noch ein bisschen was anderes ab, sage ich jetzt einfach mal. Mein Haus zum Beispiel. 13 ist jetzt hier die nächste Zahl. By Terry, Mini to Go. Aha, das ist ein Colorfix Cream Eyeshadow mit 0,9 Gramm in der Farbe Bronze Moon, Ombre Black Star. Okay, das ist einmal dieser hier und ich hatte den schon mal. Hatte den dann auch wirklich auf meinen Schminktisch gestellt, weil ich gesagt habe, Claudi, du musst den verwenden. Der war mal irgendwo in der Box oder so mit drin. Ich habe ihn nicht verwendet. Mittlerweile bin ich aber auch eher so ein Fan, dass ich auch mal ab und an Liquid Eyeshadows verwende oder Creamy Eyeshadows. Deswegen könnte es sein, dass der auch in Anwendung kommt. Ist so ein bronziger Ton, den du halt super easy im Alltag nehmen kannst. Ne? Ich glaube, den werde ich mal zur Seite packen, dass ich den auch wirklich mal ausprobiere. Mal schauen, was uns am 14. Dezember jetzt erwartet. Dr. Barbara Sturm, ein Hyaluronserum mit ganzen 3 Millilitern. Ist nicht viel, aber das ist eine super hochpreisige Marke. Also ich glaube, allein dieses Ding kostet, keine Ahnung, 25 Euro oder so. Ne? Und um es halt auszuprobieren, ist es okay, aber um wirklich einen Effekt zu merken, sind 3 Milliliter leider viel zu wenig. Ne? Also das hast du ja teilweise, ja nicht 3 Milliliter, aber 2 Milliliter hast du ja schon so in Ampullen und so auch mit dabei. Ne? Deswegen, also ja, um halt die Marke auszutesten, ist es okay, aber ich finde es halt schon sehr, sehr klein. Ne? Aber coole Marke ist in dem Adventskalender, das ist schon feine Geschichte, feine Sache, aber also da muss der 15. Dezember das Ganze jetzt mal wieder so ein bisschen ausbalancieren, finde ich. La Mer, oh la la. Ich meine, ja, 7 Milliliter ist jetzt auch nicht das meiste. The Moisturizing Cream. La Mer ist wirklich oh la la. Ich glaube, die habe ich sogar schon mal verwendet, weil ich die auch mal irgendwo im Adventskalender drin hatte. Das kommt mir gerade so bekannt vor. Oder ich habe sie noch im Backup, das weiß ich jetzt so nicht. Aber es ist natürlich krass, ne, dass du hier auch so hochpreisige Marken drin hast. Das ist wirklich Luxus-Feeling, das ist schon okay. Ja, da beschwere ich mich jetzt wirklich nicht. Nee, das ist okay. Denn wer holt sich denn einfach mal so auf gut Glück eine La Mer-Creme? Ganz ehrlich, ne? Ja. Nee, ist schon eine feine Sache. Ist jetzt die zweite Gesichtscreme, das ist, nee, die dritte. Oh, es darf jetzt nicht noch eine weitere Gesichtscreme kommen, sonst fange ich an zu meckern. Jo, schauen wir mal. Der 16. Dezember. Hui, das ist toll. Das ist eine Full-Size-Mascara, die They Are Real von Benefit. Die ist großartig. Eine Full-Size, also die mag ich. Ne? Das ist eine Mascara, die wirklich schöne Sachen mit den Wimpern anstellt. Das ist auch so ein Staple-Produkt. Also da hat tatsächlich jeder mal, glaube ich, irgendwie was auch schon von gehört oder so. Hat eine Gummibürste, die so ein bisschen zackig vorne aussieht, weil die halt so Peaks-Dinger vorne dran hat. Damit kommst du aber super an den unteren Wimpernkranz und auch hier so außen ganz gut mit bei. Und für mich eine sehr, sehr schöne, empfehlenswerte Mascara. Und darüber freue ich mich. Doch, das ist toll. Der 17. Dezember ist eine Woche vor Heiligabend. Ach, cool. Das haben sie hier reingepackt. Das hat auch einen hohen Wert von Dr. Barbour. Ach, von Dr. Genau. Von Barbour. Das Perfect Low Ampullen-Set. Radiance Flawless. 7 Ampullen. Weil das hat ja auch schon einen Wert von 39,50 Euro oder so. Ne? Das ist schön.
schön, dass wir das hier auch drin finden dürfen. Und das gehört hier auch genau in dieser Größe mit rein. Und auch Barbo ist hier vertreten. Barbo hat schöne Ampullen. Ich bin ja auch ein Fan von Barbo-Ampullen sowieso, ja, aber auch von Dalton-Ampullen. Da muss halt jeder für sich einfach selber entscheiden, was man halt an Ampullen lieber mag. Ne? Also ich verwende beide Marken, bin aber tatsächlich auch ein bisschen mehr von Dalton, aber das hängt auch damit zusammen, dass ich die Kooperation habe und die ganzen Menschen auch da so kenne und weil die Wirkung halt auch wirklich schon sehr, sehr geil ist. Ne? Gerade die Caviar Deluxe, hallo. Claudi, du driftest schon wieder ab. Gutes Produkt in der Nummer 17. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Die Nummer 18 ist sehr, sehr leicht. Dr. Ganz schön viele Doktoren hier, ne? Das ist ja fast schon wie eine Uni. Dr. Susanne von Schmiedeberg, Derma Cosmetics, Hyaluron Eye Patches. Das ist cool. 3x2 Stück haben wir hier drin enthalten. Augenpatches finde ich wunderbar. Die helfen einfach bei so vielen Situationen. Mensch, Mensch. Und da hast du halt drei Anwendungen drin für, ne? Beide Augen dann immer. Ne, das ist ein guter Start in die Weihnachtswoche, weil ich glaube, dass man dann halt so Richtung, oder in der Weihnachtswoche dann ja auch so Augenschatten von hier bis nach Meppen hat, theoretisch, weil da gibt jeder ja nochmal richtig Gas. Ne? Kurz vor Weihnachten ist ja eigentlich so in so gut wie jeder Branche, dass da die Post abgeht, also richtig gut in der 18 aufgehoben. Dann schauen wir mal in den 19. Dezember, ob es jetzt wirklich, also jetzt haben wir gerade so Fahrt aufgenommen, ob es so weitergeht. Beauty Resurfacing Compound 10 ml, das ist ein Serum. Ja, teure Marke, glaube ich. Ne? Ich weiß gerade nicht, wie heißt die? Beauty oder so? Das ist so eine koreanische Marke. Die kenne ich persönlich jetzt so nicht. Hatte das aber in anderen Adventskalendern auch mal mit dabei gehabt. Keine Ahnung, wie genau die Marke heißt. Auf jeden Fall haben wir das Serum hier drin. Und ja, schaut so aus. Sieht sehr, sehr unscheinbar aus. Soll aber halt auch einen sehr hohen Preis haben und so. Also ja, ist cool. Das, wie viel das Serum bist du jetzt? 1, 2, das dritte Serum. Das darf jetzt aber auch nicht noch mehr Serum geben. Also keine Maske, kein Serum mehr, keine Gesichtscreme mehr. Der Adventskalender hat es ganz schön schwer. Wobei, nö, eigentlich nicht, weil das Sortiment von Douglas ist riesig. Die haben eine riesen Auswahl an Marken. Das heißt, die könnten hier noch richtig reinhauen mit dekorativer Kosmetik, meiner Meinung nach. Biosens, Squalan und Marine Algal Eye Cream. Das ist cool. Squalan, 15 ml, ist jetzt die zweite Augencreme übrigens. Squalan ist so richtig geil feuchtigkeitsbindend und das kann ich immer sehr gut gebrauchen. Die Marke ist auch sehr hochpreisig, hochwertig und ist deswegen halt hier auch perfekt im Adventskalender. Ne? Schaut so aus. Finden wir aber, glaube ich, auch in einem Adventskalender, der, ich meine, sogar günstiger ist. Weiß ich gerade nicht aus dem Stegreif, aber ich hatte das auf jeden Fall schon mal in den letzten Wochen in der Hand. Finde ich aber sehr ansprechend, um ehrlich zu sein. Die Nummer 21. Es ist jetzt hier so richtig gerade Endspurt Richtung Heiligabend, muss ich sagen. Und da ist natürlich auch immer traumhaft hier, ne? Was ist das denn hier? Leute, Leute, Leute. Okay, das ist jetzt unsere vierte Creme. Finde ich blöd. Ist aber von Sensai, die Ultimate The Cream mit 6 ml. Also, ne, wie gesagt, Sensai ist eine sehr hochwertige Marke. Und da habe ich auch wirklich positive Erfahrungen mit den Produkten, die ich davon ausprobiert habe. Aber so viele Cremes, hey Leute, ne, ihr habt doch einfach Möglichkeiten en masse. Wenn ich Adventskalender, selbst das Ding hier unten ist aus Glas, Wahnsinn. Wenn ich Adventskalender packe, dann sehe ich schon zu, dass das Ganze homogener ist. Aber gut, es ist wie es ist. Wir haben jetzt hier nochmal eine Creme mit dabei. Jetzt kommt wahrscheinlich auch noch das nächste Serum um die Ecke. Mal schauen. Die Nummer 22, die zweite, letzte Schnapszahl, enthält, ach ne, das finde ich aber gut, von Mesauda die Bare Harmony Palette. Deep Smoky ist da die Farbbezeichnung. Sehr spektakulär. Gibt's auch bei Bionisch. Frech, ne? Haut die da immer raus. Genau. Ja, das ist eine Lidschattenpalette, die nicht so ganz in meiner Komfortzone ist, weil ich jetzt nicht so diejenige bin, die sich so auf Smoky Eye spezialisiert. Obviously. Wie Schatzi sagen würde, Captain Obvious ist mal wieder am Start. Sag mal. Da ist er auch schon, schreibt mir gerade. Läuft. Ja, als könnte er das gerade sehen. Auf jeden Fall haben wir hier wirklich eher so rauchige Farben drin, die wirklich nach Smoky Eyes schreien. Wir haben schönes Schwarz hier mit dabei, drei Schimmertöne, ein Ton, womit man so ein bisschen die Lidschatten auch ausblenden kann oder auch das Lid setzen kann. Und ein wundervolles Außenverblende-Tönchen. Ich denke schon, dass ich die behalten, verwenden und vorstellen werde. Und finde die auch gut hier in der Konstellation, muss ich sagen. Also das haben sie gut gemacht.
Ne, damit kannst du auch wahrscheinlich einen sehr schönen Weihnachtslook schminken. Doch, 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 doch. Mal gucken, ob wir einen Tag vor Heiligabend am 23. Dezember unser viertes Serum finden oder irgendwas Spektakuläres. Ja, GHD Bodyguard Travel Size Heat Protect Spray 50 ml. Das ist okay, ne? GHD ist auch eine schöne Marke. Wir haben noch gar nicht so viele Haarprodukte in diesem Adventskalender gefunden. Deswegen ist es ein solides Produkt hier so einen Tag vor Heiligabend, ne? Ja, aber was wünsche ich mir denn jetzt an Heiligabend? Das ist eine sehr gute Frage. Ich persönlich würde mir entweder Schminke wünschen, aber da vielleicht ein geiles Puder, keine Ahnung, von Hourglass oder so, haben die sowas? Oder Charlotte Tilbury, irgendwas hatten die aber auch schon drin. Ansonsten wäre ganz geil, hatten wir auch noch gar nicht hier drin, ein Parfum oder so. Ja, aber ich glaube, dass mich Douglas enttäuschen wird und in der 24 das vierte Serum drin haben wird. Es fühlt sich auf jeden Fall an wie ein Serum vom Gewicht her. Nö, Zarco Perfume, The Muse, ein Eau de Parfum. Guck mal, da machen sie einen dann doch nochmal glücklich zu Heiligabend. Das ist ja schön. 30 ml haben wir hier drin. Komm, das schnuppern wir mal, oder? Ich hoffe, dass mir die Duftnoten gefallen. Sonderlich außergewöhnlich sieht es jetzt nicht aus. Es ist eher schlicht vom Zerstäuber her. Ich habe jetzt heute noch kein Parfum drauf, deswegen bin ich mal mutig und riskiere, dass ich jetzt die ganze Zeit an meinem Drehtag danach rieche und es vielleicht dann doch nicht mag. Das hatte ich mal irgendwo als Probe drin. Doch, das kenne ich. Das riecht nach ganz, ganz, ganz frisch gewaschener Wäsche. Das ist ein Duft, der wahrscheinlich auch sehr vielen gefallen wird. Es riecht jetzt nicht irgendwie blumig oder super schwer, super weiblich oder super männlich. Ich glaube, das ist sogar ein Unisex-Duft. Ich finde, das riecht richtig gut. Also, wer so auf den Duft von frisch gewaschener Wäsche steht, wird dieses Parfum auch wirklich feiern. Und ja, das ist dann auch tatsächlich ein gutes Produkt in der 24, weil das so ein Produkt ist, was nicht so krass polarisiert. Wisst ihr, was ich meine? So, ich habe jetzt diesen 199 Euro teuren Adventskalender, den man sicherlich mit Rabatt auch noch günstiger schießen kann, ausgepackt. Ich finde wirklich, dass er von innen nicht schön aussieht, sondern ziemlich nicht schön. Ich wollte gerade das Wort sagen, ne? Das soll man nicht. Okay, deswegen machen wir ihn schnell wieder zu. Schöner wäre es gewesen, wenn der irgendwie rot von innen gewesen wäre oder so. Oder in den Douglas-Farben mit diesem Türkis, das wäre auch ganz schön gewesen. Nun, ich schaue auf meinen Tisch und sage mir, Claudi, du hast dafür 199 Tacken auf den Tisch gelegt. Liegen hier auch ordentlich Werte? Ja. Ich habe Spaß daran, dass ich auch zwei Mascaras hier drin finde. Und ich habe auch Spaß daran, dass ich eine Lidschattenpalette drin finde. Ich habe auch Spaß daran, dass ich hier sehr, sehr hochpreisige Marken auf meinem Tisch sehe. Ich finde aber tatsächlich, dass Douglas sich jetzt mit dem Inhalt von dem Adventskalender nicht unbedingt einen Gefallen getan hat. Weil dieser Adventskalender repräsentiert ja Douglas. Und zwar auf die allerhochwertigste Art und Weise. Und ich finde, dass sie das mit diesem Inhalt nicht unbedingt umgesetzt haben. Weil da einfach noch so viel Luft nach oben ist. Und wenn man wirklich bereit ist, 199 Euro für einen Adventskalender auszugeben, dann erwartet man auch absolut viel krassere Geschichten hier drin. Ne? Bin ich vollkommen ehrlich, da erwartet man keine Mini-Viecher drin, also nichts unter 5 ml, würde ich jetzt einfach mal sagen. Man erwartet auch nicht darin, dass man hier vier Cremes drin hat, sondern dass man etwas mehr Abwechslung bekommt, weil das sollte man halt auch bekommen für sein Geld. Meine Meinung. Trotzdem haben die hier schöne Produkte reingepackt, wo sicherlich auch viele glücklich mit werden. Aber ich gehe stark davon aus, dass sehr, sehr viele über diesen Adventskalender leider sehr enttäuscht sein werden. Was meint ihr? Also das ist so mein Empfinden, ne? Weil ich vergleiche den ja mit anderen. Und wenn ich da einfach den Vergleich ziehe zu einem Look Fantastic, zu einem Purish Adventskalender, zu einem, keine Ahnung, Adventskalender, Cult Beauty oder so, Also, die Marken sind schon krass hier drin, definitiv, aber es sind jetzt keine mega catchy Marken. Also es ist nichts, wo ich sage, wow, das ist das Highlight schlechthin. Und die Highlights, die ich hier drin sehe, die würde ich mir für den Preis so kaufen und würde mir dann halt einfach sparen, die kleinen Sachen zu holen. Oder ich würde darauf spekulieren, dass ich dann als Goodie in so einer kriege neuen Goodies bei dem und dem Bestellwert in so einer Tüte mit dabei Geschichte mit dazu kriege. Wisst ihr, was ich meine?
Das ist tatsächlich so. Jedes Produkt hat seinen Wert. Und sicherlich hat der Adventskalender auch einen richtig krassen Wert. Und die Produkte hier sind auch wirklich, wirklich toll. Und ich feiere diese Palette, ich feiere das Parfum, ich feiere es, dass wir hier auch die Mascaras drin haben. Und auch Produkte, die ich so noch gar nicht wirklich kenne. Auch die Marken, wie gesagt, ne? Aber ich glaube einfach, dass da mehr drin gewesen wäre. Schreibt mir das aber mal einfach gerne in die Kommentare. Ich vermisse hier einfach irgendwie... Ich vermisse diesen Vibe, dieses Wow-Gefühl. Wisst ihr, was ich meine? Das ist halt irgendwie so das Ding von mir. Nun, aber das war jetzt einfach nur mal so mein Feedback zu dem Adventskalender. Ich persönlich würde ihn jetzt leider tatsächlich nicht unbedingt empfehlen. Aber trotzdem, wenn ihr den haben möchtet, Link dazu in der Infobox. Aber ich habe euch auch ein paar Alternativen verlinkt. Nun, das wäre es hier gewesen, wenn es dir gefallen hat, wenn Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.